Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tavernengeschichten. Das Erwachen des Flusses der Tote. Kapitel 1. Das Drydock in Rätsel. Die Sonne schien golden über dem kleinen Dorf, als Talari das Drydock in betrat. Das gedämpfte Gemurmel der Gäste und das Klappern des Geschirrs bildeten die Hintergrundmusik für einen vermeintlichen Routinebesuch. Doch etwas störte die gewohnte Atmosphäre. Eine unbestimmte Unruhe lag in der Luft. Talari durchstreifte die gemütlichen Räume des Gasthauses, sein Blick suchte verzweifelt nach Anzeichen von Dornax und Oriana. Er spähte in jeden Winkel, befragte Wirte und Gäste, doch niemand schien die beiden gesehen zu haben. Verwirrt und besorgt wandte er sich an den Wirt. »Habt ihr Dornax und Oriana in letzter Zeit gesehen?«, fragte er mit ungeduldiger Stimme. Der Wirt schüttelte den Kopf, ein bedauerndes Lächeln auf den Lippen. »Nein, Talari, leider nicht. Sie waren vor 6 Wochen hier, haben einen Brief hinterlassen, aber seitdem hat niemand mehr etwas von ihnen gehört.« 6 Wochen!« Talari öffnete den Brief, den er in seiner Tasche trug. Die vertrauten Zeilen seiner Familie erschienen vor seinen Augen und er spürte die Sorge in den Worten. Doch das Rätsel um das Verschwinden von Dornax und Oriana wurde immer größer. Am Ende des Tages, als die Sonne sich dem Horizont näherte und das Drydock in warmes Abendlicht tauchte, setzte sich Talari in eine abgelegene Ecke des Gasthauses. Er breitete die Karte aus, die er auf dem Boden des Drydock in gefunden hatte. Die eingezeichneten Wege führten zu einem abgelegenen Ort namens Fluss der Toten. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Die Entscheidung war gefallen. Talari würde sich auf den Weg machen, den Spuren seiner Familie folgen und das Geheimnis des Flusses der Toten lüften. Er wusste, dass es eine gefährliche Reise werden würde, aber die Ungewissheit über das Schicksal von Dornax und Oriana trieb ihn an. Entschlossen erhob sich Talari von seinem Platz. Die Nacht lag bereits über dem Dorf, als er die Tür des Drydock Inn hinter sich schloss. Das Abenteuer wartete und er war bereit, sich dem Unbekannten zu stellen. Kapitel 2. Das Geheimnis der Villenbesitzerin. Der Morgen graute, als Talari, die aufgehende Sonne im Rücken, die Kriegerin Fadi und die Priesterin Milagras an seiner Seite die Reise zum Fluss der Toten antraten. Der Weg führte sie durch malerische Landschaften und über gefährliche Pfade, bis sie schließlich vor einem alten Haus standen, in dessen Garten ein wunderschöner blauer Blumenteppich lag. Die Tür quietschte gespenstisch, als sie eintraten. Der vertraute Geruch von Staub und Verwesung lag in der Luft. Im Haus fanden sie Hinweise auf Experimente mit Pflanzen. In einer verstaubten Bibliothek stießen sie auf Bücher über Pflanzen, die mehr Fragen aufwarfen, als sie beantworteten. Die Gruppe setzte ihre Nachforschungen fort und stieß auf einen verschlafenen Mann. Seine Kleidung verriet, dass er Teil des Experiments war. Aber seine Augen öffneten sich erst, als die Abenteurer I.N. überraschten. Der Mann stammelte wirre Worte. Und jeder Versuch, mit ihm zu sprechen, schien ins Leere zu gehen. Plötzlich sprang er auf und verschwand im Schutz der Dunkelheit. Ungeachtet dieses rätselhaften Vorfalls erkundeten die Abenteurer weiter das Haus und stießen auf dem Balkon auf eine Monsterblume. Der Geruch des Untergangs lag in der Luft, als die Blume sich gegen die Eindringlinge wehrte. In einem verzweifelten Kampf gelang es der Gruppe, die tödliche Blume zu besiegen, doch nicht ohne Opfer. Talari wurde von einer der Dornen getroffen, doch der Priester Milagras eilte herbei und heilte die Wunde. Doch die Entdeckungen gingen weiter. Ein Gewächshaus im Garten barg weitere Geheimnisse. 3 mächtige Engelsstatuen standen vor einem Eingang, der in einen unterirdischen Keller führte. Vorsichtig wagten sie sich hinab, nur um auf einen weiteren unheimlichen Anblick zu stoßen. Schwarze Rosen schmückten den Raum, begleitet von leisen Stimmen, die von einem Fluss der Toten sprachen. Plötzlich hörten sie wieder die Melodie eines Liedes, doch die Quelle blieb verborgen. Ein verwahrloster Mann, den sie im Schlaf überraschten, erwies sich als stummer Zeuge des unheimlichen Geschehens. Jeder Versuch, mit ihm zu kommunizieren, schien aussichtslos, und er entzog sich ihren Blicken, indem er fluchtartig das Weite suchte. Das Geflecht aus Informationen und Geheimnissen verdichtete sich. Die Gruppe stand vor der Entscheidung, die Geheimnisse der Villenbesitzerin zu bewahren oder sich dem Fluss der Toten zu stellen, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Kapitel 3.
Der Fluss der Toten. In der tiefen Dunkelheit des Gewölbes setzte die Gruppe ihre Entdeckungsreise fort. Die Karte führte sie zu einer verborgenen Treppe, die hinab in die Tiefen des Flusses der Toten führte. Ein kühler Wind wehte durch die Gänge, begleitet von flüsternden Geräuschen, die die Unheimlichkeit des Ortes noch verstärkten. Die Treppe führte zu einem dunklen Fluss, dessen träge Strömung von einem fahlen Licht erhellt wurde. Am Ufer standen geheimnisvolle Statuen, die stumm von vergangenen Ereignissen zu berichten schienen. Die schwarzen Rosen, die sie zuvor im Gewächshaus gefunden hatten, blühten hier in großer Zahl. In der Mitte des Raumes erhob sich ein Altar, auf dem eine einzige schwarze Rose lag. Die Gruppe näherte sich vorsichtig, als plötzlich aus dem Nichts eine geisterhafte Stimme zu ihnen sprach. Die Besitzerin der Villa, so erfuhr Talari, hatte nach dieser Rose gesucht, um ihre eigene Unsterblichkeit zu erlangen. Doch der Preis, den sie dafür zahlen musste, war hoch. Der Fluss der Toten erwachte zu unheilvollem Leben. Die Stimme führte sie zu einer verborgenen Kammer, in der die Geschichten der Vergangenheit in Form von uralten Aufzeichnungen und Artefakten lebendig wurden. Dort erfuhren sie von der Tragödie, die sich vor Jahren ereignet hatte. Die Besitzerin der Villa hatte in ihrem unstillbaren Verlangen nach ewigem Leben schwarze Magie geweckt und den Fluss der Toten aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Gruppe stand vor der Entscheidung, die schwarze Rose zu retten und das Gleichgewicht wiederherzustellen oder den Fluss der Toten zu befreien, um die Geheimnisse seiner Macht zu nutzen. Der Priester Milagras, tief in Gedanken versunken, zeigte auf einen verborgenen Tunnel, der weiter in die Dunkelheit führte. Hier müssten die Antworten liegen. Die Gruppe entschied sich für den riskanten Weg. Der Tunnel führte sie in ein unterirdisches Labyrinth, bevölkert von Schattenwesen und vergessenen Seelen. Mit jeder Biegung des Labyrinths drangen sie tiefer in die dunklen Geheimnisse ein. Am Ende des Labyrinths öffnete sich ein Raum mit einer einzelnen schwarzen Rose auf einem Altar. Doch diesmal gab es kein Hin und Her. Die Gruppe griff nach der Rose und ein gespenstisches Licht erfüllte den Raum. Plötzlich schien die Zeit stillzustehen. Als sich die Gruppe umdrehte, stand sie wieder am Eingang des Dry Dog-Inns. Verwirrt und erschöpft dachten sie, dass das Erlebte vielleicht nur ein Traum gewesen war. Doch in Talaris Hand lag eine schwarze Rose, die von einem geheimnisvollen Glanz umgeben war.